Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge VTS 5. Ihr wisst schon, sogar 5 Minuten, wo ich das nerdige, geekige Zeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir an. Große Aufregung, USB-Sticks sind nicht mehr sicher, aber das wussten wir auch vorher schon, dass man sich damit jede Menge einfangen kann. Jetzt ist es, ich sag mal, in einem Pilotprojekt gelungen, nicht nur den normalen Speicher zu infizieren, sondern auch den Controller-Chip. Bedeutet, normale Virensoftware, Scanner und allem Möglichen schlagen da nicht aus. Es wird Tür und Tor geöffnet, um die Rechner dann fernzusteuern, zu überwachen und alles Mögliche. Aber wie gesagt, das Ganze war nur erstmal ein Versuch, eine Machbarkeitsstudie. Die einzigen, die es wahrscheinlich schon einsetzen, sind mal wieder unsere amerikanischen Geheimdienste. Naja, Spekulation, Spekulation, aber irgendwas an die Öffentlichkeit gelangt ist da noch nicht. Und deswegen, also wir wissen es auch vorher und ich sage immer wieder, Zeug von Leuten, wo ich nicht weiß, wo es herkommt, was die damit gemacht haben oder sonst was, könnt mir fernbleiben. Microsoft verklagt Samsung, ja, wegen irgendwelcher Patente, aber nicht so, wie ihr jetzt denkt, denn es geht nur um Zahlungen. Wir wissen ja alle schon, Microsoft verdient viel mehr Geld mit Android, als sie es mit ihren Windows Phone Geräten tun. Das liegt daran, dass Microsoft von den Herstellern halt eine gewisse Abgabe bekommt pro verkauftem Android-Gerät. Und genau diese Abgabe scheint Samsung seit Ende 2013 nicht mehr zu zahlen. Das ist ungefähr genauso der Moment, wo dann bekannt gegeben wurde, dass Microsoft Nokia übernimmt. Ich bin mal sehr gespannt, womit Samsung begründet, dass sie nicht mehr zahlen. Und Microsoft zieht noch einmal vor Gericht. Dieses Mal legen sie Berufung ein gegen das Urteil, dass Microsoft verpflichten soll, auch Daten, die auf Servern im Ausland lagern, an US-Behörden weiterzureichen auf Aufforderung. Das Problem natürlich hier, Microsoft gerät damit bestimmt irgendwann zwischen die Fronten. Wenn die Amis sagen, nein, als amerikanisches Unternehmen wollen wir auch, dass du uns Daten gibst, die du im Ausland lagerst. Und wenn dann das Ausland sagt, ja, aber Daten, die bei uns hier im Ausland, also wieder im Inland lagern, dürfen nicht an ausländische Behörden weitergegeben werden. Naja, ich bin ja mal da sehr gespannt. Und was da wieder im Hintergrund für Abkommen zwischen den einzelnen Regierungen, Behörden und sonst was bestehen, naja, dann rufen die halt im Inland die Daten ab von Microsoft von den Servern und geben sie dann an ihre Partnerbehörde im Ausland weiter. Apple hat endlich den Kauf von Beats abgeschlossen und begrüßt Beats in der Apple-Familie. Das ist aber noch nicht alles. Angeblich gibt es Gerüchte, dass 400 Beats-Mitarbeiter jetzt ihren Job verlieren, hauptsächlich irgendwie in der Planung, Entwicklungs-, Konstruktionsabteilung. Dahingegen kontert Apple mit der Aussage, nein, jedem Beats-Mitarbeiter wurde ein vergleichbarer Job bei Apple angeboten. Und noch eine Apple-Meldung. Die MacBook Pros wurden mal wieder leicht geupgradet. Es gibt bei den 13ern und 15ern jetzt neue, schnellere Prozessoren. Nichts Wildes, einfach nur eine Taktrate höher. Und bei den 15-Zoll-Modellen gibt es jetzt endlich 16 GB RAM standardmäßig. Und ja, auch wenn ich hier mein ganzes Zeug noch auf einem 2011er MacBook Air schneide und es mir all die Jahre immer noch treue Dienste leistet, ich bin doch schon immer sehr neidisch, wenn ich jemanden mit einem 15-Zöller rumlaufen sehe. XBMC ändert seinen Namen in Kodi. XBMC ist vielen ein Begriff, ist es doch eine sehr taugliche Media Center Software, die viele von euch benutzen, um die ganzen Mediatheken anzuzeigen und wiedergeben zu lassen. Jetzt scheint es aber rechtliche Gründe zu geben. Außerdem will man sich nicht mehr mit dem Microsoft Media Center verwechseln lassen und deswegen ändert man den Namen. Keine Angst, die Software und alles bleibt alles beim Alten. EA startet auf der Xbox One ein Abo-Modell. Für 4 Euro im Monat oder wahlweise 25 Euro im Jahr könnt ihr ausgewählte EA-Spiele so viel, so oft und so lange spielen, wie ihr halt für das Abo bezahlt. Natürlich sind es ältere Titel, Battlefield 4, FIFA 2014 und so Vergleichbares. Für ein paar Euro im Monat das zu zocken, macht natürlich Sinn. Bevor ich mir jetzt so ein Spiel kaufe, kann ich es für 1-2 Monate einfach ausleihen. Also nicht ausleihen, aber dann dafür zahlen und das im Abo dann zocken. Da scheiden sich jetzt die Geister, denn Sony und PlayStation 4 haben gesagt, nein, das ist nichts für uns, das wollen wir nicht, das bietet unseren Kunden nicht genug Mehrwert. Das finde ich ein bisschen schade, dass man da nicht die Kunden entscheiden lässt. Vielleicht geht Sony aber auch hin und sagt dann, nee, wir wollen unser Xbox Now-Modell nicht irgendwie Konkurrenz machen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob EA damit erfolgreich sein wird, ob andere Publisher da nachziehen werden und was für Titel da letztendlich immer rausgehauen werden. Denn, mal ganz ehrlich, die aktuellsten Dinger werden es bestimmt nicht werden. Es werden alte Möhren sein, wo man dann versucht, den Kunden lieber da das noch schmackhaft zu machen, als wenn das die da die Gebrauchtspiele kaufen oder dann irgendwelche sonstigen Sachen anstellen. Und wenn man vom Teufel spricht, Sony hat seine PlayStation Now Beta gestartet. In den USA natürlich erstmal nur und mit circa 100
Titeln. Das Ganze ist dann aber so ein Streaming-Dienst. Bedeutet, ihr wählt zuerst aus, wie lange ihr das Spiel zocken wollt. Wenige Stunden, einen Tag, eine Woche, ein paar Tage oder drei Monate. Ich glaube, es geht bis zu 90 Tage und dementsprechend zahlt ihr dann. Das kann natürlich auf der einen Seite nett sein, wenn ihr nur ein langes Wochenende mal raushauen wollt, ein paar Euro bezahlt und dann hoffentlich, ich sag mal, den neuen Call of Duty-Teil, wenigstens die Story in wenigen Stunden durchgezockt habt. Bei anderen Spielen wird es natürlich etwas blöde, ob man denn dann auch nach 90 Tagen, naja, dann denkt man sich fast, da hätte ich mir das Spiel jetzt auch kaufen können. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was sich da entwickelt, auf der einen Seite mit dem EA-Abo-Modell und jetzt mit dem PlayStation Now oder Streaming-Dienst. Und ob der auch, und wie gesagt, es ist ein Streaming-Dienst, das heißt, live spielen wie bei OnLive, da braucht man natürlich auch schon eine gute Internetverbindung, damit das Ganze einigermaßen funktionieren kann. Ich bin am Boden zerstört. FIFA 2015, die FIFA-Reihe, etwas, was ich jedes Jahr natürlich wie blöde immer wieder kaufe. Da ich weiß auch nicht wieso, es ändert sich ja meistens eh nicht wirklich viel. Hat jetzt angekündigt, es wird in der 2015er Version keine brasilianische Liga mehr geben. Oh Schreck! Da bin ich mir jetzt gespannt, ob es damit jetzt einreißt. Dieses Jahr keine brasilianische, nächstes Jahr keine englische Liga mehr. Also bin ich nicht wirklich glücklich drüber. Eine Filmempfehlung gibt es diese Woche nicht. Aber Louis de Funès wäre diese Woche 100 Jahre alt geworden. Und so gilt meine Empfehlung. Schaut euch wild irgendeinen Louis de Funès Film an, egal welchen. Und gratuliert ihm so zum nicht ganz erreichten Geburtstag. Auch diese Woche habe ich wieder ein neues QWERTY. Und zwar eine Mischung aus Star Wars und Super Mario. Ihr kennt es wohl hoffentlich. So, das soll es gewesen sein mit VTS 5, Folge 142 ist vorbei. Euch einen schönen Start in die Woche, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss. Hat endlich den Kauf von Beats abgeschlossen und begrüßt dich.